Tor, richtig. Ja, machen wir vorher noch mal eben alle Kisten und alle Fässer weg. Und natürlich alle Krüge. Ah, da sind noch Kisten und Fässer. Leere wohlgemerkt, natürlich. In diesem Land steigt die Produktion der leeren Kisten und Fässer. Das könnten die Korallen sein. Dachte mir schon, dass das keine normalen Blumen sind. Ich sollte sie benutzen, um da hochzukommen. Normale Blumen wachsen irgendwo im Boden, auch mal an der Wand, aber nicht in der Luft. Oh, ich und mit Joypad schießen, das taugt nix. Was eine Fummelei, Mensch. Ja, wenigstens der weg. Jo, hat mich auch noch erwischt, der blöde Hund. So, wie war das? Jetzt kann man da von Koralle zu Koralle preschen. Sie scheinen lebendig zu sein. Hoffentlich fällt das nicht runter. Schon wieder schießen. Oh mein Gott. Ja, genau in die Fresse. Ah, ich komme ein bisschen in Bedrängnis, muss ich wirklich zugeben. Jetzt habe ich das Gewehr weggepackt. Wunderschön. Also da muss ich mir wirklich was überlegen. Das funktioniert nicht wirklich bei mir. So. Gut, dann bitte zur Koralle. Ja, die geht. Die geht nicht. Gehen die nicht mehr doch. Ja, bin ich wieder runtergeplumpst. Zum Glück geht's wieder schnell rauf. Kein Problem. So. Ich muss wahrscheinlich näher gehen, denke ich mal. Da, jetzt geht's. Wow. Wunderschön. Oh, noch einer. Ah! Er schießt auf jeden Fall besser als ich. Na, trotzdem noch erwischt. Ja, jetzt drehen wir am Rädchen. Okay, durch die Tür. Vielleicht öffnet der Schalter das riesige Tor. Ja, könnte sein. Und wieder ein paar Wächter, die hier rumstehen. Ah ja, gut. Brauche ich noch nicht mal auf den Schalter gehen. Schnitzel, Schnitzel.
Dann gehen wir mal da drauf. Ah, Zwischensequenz. Ayumi hatte recht. Das riesige Tor öffnet sich. Die Gilde sucht hier schon so lange nach Schätzen, aber keiner hat je versucht, eine Karte zu zeichnen. Schätze, sie hatten alle Wichtigeres zu tun. Genau wie ich. Genau. Okay, die Korallen kann man nicht... Doch, kann man noch nehmen. Okay. Na gut, gehen wir mal schauen, was los ist. Ich höre sie wieder. Oh Gott, oh Gott. Die Asthma-Typ. Wo kommt ihr nur alle her? Kein Wunder, dass die hiesige Kultur untergegangen ist. Okay, der war einfach. Das war gut. Einfach. Ja, sonst... Ja. Unsichtbare Wand. Klar. Sonst ist hier auch nix. Gut, gut. Dann drehen wir noch mal am Rädchen. Das ist doch eine Falle. Alles kaputt schlagen. Bevor der Hauseigentümer wiederkommt. Ach, der kommt ja schon. Na gut, mit deinem Freund. Oh oh. Das Leben rinnt mir. Seltsame Sabo-Mabo-Typen irgendwie. Die sehen ja aus wie aus dem Folterkeller. Zack, der Knüppel. Gut. Alles schon zerstört, dann einmal zurück. Und da ist die Tür auf. Und die ist zu. Gut. Was geht hier vor? Würde mich nicht wundern, wenn ich hier auf eine Gruppe Touristen treffe. Hier ist alles möglich. Schieß doch, schieß! Lass sie nicht entkommen! Die Viecher sind neu. Ein bisschen vor allen Dingen dabei zu sein, sind wesentlich einfacher zu treffen. Jo, was ist das? Okay. Hallo, wie geht's? Du bist wohl neu auf der Insel. Weißt du, das war schlechtes Timing.
Lass mich liegen. Bring dich schnell in Sicherheit. Lauf besser weiter. Ja. Nicht sehr redselig. Es muss einen anderen Weg geben. Mein Krug sehen wie Parasiten aus. Wenn ich sie zerstöre, kann ich die Korallen benutzen, um zur anderen Seite zu kommen. Okay. Rubinamulett. Erweitert den Wirkungsbereich. Jo. Okay. Da ist doch noch ein Schatz irgendwo. Und da vertue ich mich da. Hallo. Wo zeigt denn dieser scheiß Kompass hin? Da nicht. Okay. Zeigt er auf die Leute? Mäh. Ich glaube, der zeigt einfach auf die Korallen. Naja, halt gut, da wo es weitergeht halt, ne? Vielleicht ist das eine vulkanische Lebensform. Was sie an den fliegenden Korallen wohl so besonders fanden. Gut, ich mag sie ja auch. Gut, immer geh mal. Wow, da unten ist was. Mal sehen, was ich dieses Mal bekomme. Geschenke. Brand. Setzt vor dir stehende Feinde in Brand und fügt ihnen für kurze Zeit Schaden zu. Nice. Zum Feindpreschen. Ermöglicht zum Feind hinzupreschen. Sehr nützlich gegen fliegende Kreaturen. Auch gut. Ach, müssen wieder üben, ne? Sie also umbrand setzen.